Was? Ich habe nichts gesagt. Wir fahren jetzt einfach mal stumpf hier den Berg hoch, weil wenn wir auf dem Berg sind, können wir eigentlich nur noch tiefer fallen. Wildschweinis. Ziemlich hoch hier oben, muss ich sagen. Das hätte ich am wenigsten erwartet, dass es hier so hoch geht. Ist einfach nur so, what the fuck gerade. So, wollen wir mal sehen. Ja, das sieht doch gut aus. Wieso bin ich nicht gleich hier lang gefahren? So, bitte keinen Überschlag nach vorne oder so. Ich weiß ja, dass du launig sein kannst, Spiel, aber... Boah, ich sehe gerade, dass das ein kompletter Baum ist, der da liegt. Ja, wir lagen da eben hinten in der Spalte, waren quasi schon kurz vom Ziel. So kann das gehen, wenn man eine große Fresse hat. So, aber nochmal zum Thema... Oh! Das nenne ich knapp, Freunde. Freunde der Nacht, das nenne ich knapp. Ja, wir haben Glück in diesem Spiel. Super. Ja, ich bin echt froh, dass wir das geschafft haben. Ich hätte keinen Bock gehabt, ein viertes Mal neu zu starten, nur um hier durch das Gebiet zu kommen. Allerdings, durch das Gebiet zu kommen, wir haben es geschafft. Ja, wir liegen gerade auf der Seite, aber das ist hier auf einer Straße nicht so schlimm. Die Autos sind locker, sehen das nicht so eng. So, wir sind jetzt gleich im Cordon und können von dort aus ganz einfach nach Duck Escape kommen. Ich weiß nicht, ich finde den deutschen Namen vom Cordon einfach schöner. Cordon klingt halt freundlicher als Escape. Ich meine, Escape ist heißt zwar so viel wie Zuflucht, Ausflucht, aber ich finde der Cordon, dieses Wort klingt einfach noch viel freundlicher als Zuflucht. Es ist schön, dass dieser Ort halt seinen Namen beibehalten hat. Ja, ihr könnt mich auch mal... Ja, don't go messing around, auch wenn ich hier mal kurz abweichen muss. Ist ja nun mal so. Ja, und selbst wenn das... Okay, sie haben gesagt, ich habe mich weise entschieden. Ah ja, wir spawnen ja hinter der Barrikade von der... Also hinter der eigentlichen Militärbarrikade. Ich hatte mich gerade ein bisschen verfranst. Ich frage mich, ob wir hier mit 150 Millionen Sachen hinten über das Ding einfach drüber können. Ich denke schon. Da hinten waren ganz viele Stalker. Wahrscheinlich die von der Sin. Wir haben dort eine Quest. Was haben wir denn hier? Ach so, Unterschlupf suchen. Ja, hier ist ja schon einige Zeit was verbuggt, aber nichts wirklich, was uns interessieren muss. Deswegen können wir weiter. Ich dachte gerade, wieso haben wir da eine Quest, ey? Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Immer noch Dark Escape. Das heißt, wir müssen zur alten Fabrik, die da hinten steht, die wir ganz am Anfang des Spiels vom Banditen gesäubert haben. Und hinter der alten Fabrik gibt es halt eine Straße in das Hügelgebiet da hinten. Und dort wollen wir eigentlich hin. Ja, da aber noch nicht direkt, sondern so ein bisschen mehr hier lang. So ein bisschen hin und her wabbeln. Oder? Ja doch, ich glaube, das wäre hier richtig gewesen. Tatsache, ja, ich sehe das Gebiet zum ersten Mal, wenn ich so hier drauf zufahre. In dem Vanilla Stalker sieht das ja alles ein bisschen anders aus. Und das hier sieht verdammt gut aus. Früher war das Ganze ja durch so einen hässlichen Tunnel gelöst, dieser Übergang. Wobei, hier gab es ja nicht mal einen Übergang, war ja nie so geplant vom... Also war schon geplant vom Vanilla Stalker. Allerdings wurde es nie so weit ausgeführt, dass es da überhaupt ein Gebiet zwischen dem dunklen Tal und dem Cordon gegeben hätte. Das ist ja jetzt hier unser Dark Escape. Wunderbares, schönes Dark Escape. Hier sind inzwischen Helikopter am Patrouillieren. Das war aber letztes Mal nicht so, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir letztes Mal keinen Stress mit dem Militär hier hatten. Und das mit dem Militär ist immer so eine Sache. Ob Freund, ob Feind, bin ich mir recht sicher, dass es nicht gut für uns ausgeht. Egal, wir driven mal so schnell wir können Richtung... Zwei Helikopter? Das hört sich an wie zwei Helikopter. Ja, Richtung Söldner, ab und zu ein Safe, weil wir haben ja schon festgestellt, dass diese Strecke hier keine freundliche Strecke ist. Auf jeden Fall kann sie einen ziemlichen Pümmel raushängen lassen und einen damit ganz schön böse auf den Kopf klopfen. So, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt aussteige?
Wieso kann ich nicht aussteigen? Oh. Wow, 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 wow. Nein, du kannst mich doch nicht fallen lassen. Auto. Oh. Ja. Oh. Das gehört. Das war aber nicht das Auto, was da nach mir gefallen ist. Ich muss ziemlich viel Kram im Rucksack haben, wenn das so klingt. Auf jeden Fall. Habe ich ja zum Glück ein Quicksave gemacht. Zum Pech landen wir auf null Momentum, wenn wir diese laden. Ja, ich weiß immer noch nicht. Ja doch, es macht ja eigentlich Sinn. Es ist besser, falls mal irgendwie ein Bug auftritt oder so, wenn man nicht halt mit 30 Sachen durch die Gegend geschleudert wird. Ja, diesmal haben wir es geschafft. Ist komisch, also. Ist auch komisch zu erklären. Ich kann gar nicht wirklich erklären, worauf ich hinaus will. So, wir machen die Kiste aus. Wir machen die Stalker aus. So, Feind. Ja, finde den Raketenwerfer auf dem Dach der Söldnerbasis. Söldner? Noch tun sie mir nichts. Jetzt schon. Na gut, wenn ihr mir was tut, tue ich euch noch mehr. Ich muss nur ein bisschen treffen. Ihr könnt euch auch selber was tun, richtig. Ist natürlich dann noch besser für mich. Aua. Ja, war ein bisschen doof. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein Zoom auf dem Visier von der G36 hier. Also ich finde den... dieses Scope mit diesem beschränkten Sichtfeld echt mega beschissen, um ehrlich zu sein. Das ist nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Wir gehen aber jetzt mal von der Seite hier rein, weil ich einfach glaube, dass das der beste Angriffspunkt ist. Ich wollte gerade sagen, kann man dich dadurch überhaupt treffen? Ja, kann man. So, wir gehen nochmal hier lang. Na komm. So, das Glas ist anscheinend 10 Meter dick, dass es immer wieder kaputt geht. Wie viele haben wir denn hier? Noch 5 Leute. Nur noch. Das ist ja wenig. Mal eben nachladen. So, schön die Hoden weggeschossen. Gegen den männlichen Ehrenkodex hingegen. Immer noch 5 Leute. Auf jeden Fall haben wir hier einen Raketenwerfer. Und hier auf dem Dach fühle ich mich eigentlich ganz wohl gegenüber den feindlichen Aktivitäten hier unten. Weil wir einfach schön von oben runterbratzen können. Oh mein Gott, das hier ist genial. Oh mein Gott, das ist scheiße. Ja, wir laden mal schnell nach. Na komm her, du Sau. So, noch 2 angeblich. Kann ich mir aber nicht vorstellen, da unten ist es echt leise. Na komm, hinüber mit dir. Ich glaube, das hier mit dem Glas ist zwar eine super Idee gewesen, aber ich glaube, die Umsetzung hätte um einiges besser sein können. So, dich haben sie irgendwann abgeschlachtet wie eine Sau. Oder war ich das gerade? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge Waffen, die wir mal wieder klauen können. Denn das Schöne ist, die Söldner haben ja wirklich eine anständige Bewaffnung. Aber was heißt anständige Bewaffnung? Sie haben auf jeden Fall eine wertvolle Bewaffnung. Und was mir jetzt gar nicht gefällt, ist der weitere Punkt an PDA-Aktivitäten, der sich soeben gerade aufgetan hat. Das heißt, hier ist jemand unterwegs, der wahrscheinlich uns nicht freundlich gesinnt ist. Wenn doch, ist natürlich cool, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, wie viele Waffen kann man denn bitte davon bei sich tragen? Die sind ja verdammt leicht. Wow. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. So, wir haben nicht mal mehr Munition für unseren Revolver. Allerdings haben wir dafür noch einige Kugeln. Da hinten, im Gebüsch. Okay. Whoop. Das war knapp. Wir heilen uns mal kurz.
laden ein bisschen die Ausdauer auf. Die leidet ziemlich unter der Last, die wir bei uns tragen. Und unsere Waffe müsste auch mal gewartet werden, habe ich das Gefühl. Eigentlich nicht mal so sehr. Es ist einfach so, sie verschleißt schnell. Wo bist du? Da bist du. So, wir haben ihn endlich. Den Hund, der meint, er wäre lustig mit seinem Fernglas. Ja, wollen wir mal die Trophäen, die wir eingesammelt haben, hier wegbringen. Auf jeden Fall schon mal einen Großteil davon. Wir können jetzt auch näher kommen mit der Karre. Ich finde es immer schade, dass die meisten Söldner einfach drauf losschießen. Deswegen fand ich es auch so interessant, dass wir Zugang in die Söldnerbar haben, wo wir als normaler Mensch behandelt werden. Kann ich nicht? Doch, kann ich. Unload. Ja, ist in Ordnung so. Ja, wollen wir mal etwas wegpacken. 1, 2, 3, 4, 5, ganz viele. Ein bisschen Munition muss auch sein. So, dann können wir mal wieder hier in die Richtung rennen und gucken, dass wir mal ein bisschen was gebacken kriegen. Ja, ist ein bisschen Zeug da, ich hab's gesehen. So, ich wollte gerade sagen, hier liegt auch noch einer. Dessen Waffe hätte ich ebenfalls gern. Vor allem auch seine panzerbrechende Munition. Schön wertvoll. Und dann wollen wir uns um ein Benzinlager kümmern. Gerne sogar. Ich soll die Benzinfässer zerstören. Das ist jetzt die Frage. Welche Benzinfässer? Wo sind sie? This is you. Okay. Zerstöre die Benzinfässer. Ich könnte mir vorstellen, dass die es sind, aber die meinen wahrscheinlich wirklich eine Ladung auf dem Schiff. Das heißt, wir werden mal ein bisschen vorwärts sprinten. Nicht im Ernst. Ich höre Stimmen hier unten. Ich weiß, dass sie von hier kommen. Ah nein, es sind Söldner da hinten. Die Söldner haben versucht, die Benzindinger zu überlegen. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay. Gut, ich würde sagen, kümmern wir uns mal um den Shit da hinten. Oder werden auch weggesniped. Ja, da hat tatsächlich jemand ein Scharfschützengewehr gehabt, so wie ich weggenapft wurde. Okay, wollen wir nochmal spawnen? Wollen wir es nochmal versuchen? Wollen wir uns mal nicht wie ein Volltrottel anstellen? Ja, ich marschiere auch da hinten nochmal rein. Hol das Piratenschiff für uns, weil ein Piratenschiff wollte ich schon haben, seit ich klein bin. Der hat definitiv eine Waffe, die mehr auf Range getriggert ist. So. Holy shit. Lasst mich doch alle in Ruhe. So, wir heilen uns. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir diese Schlacht gewinnen können. Auch mit der Munition, die ich dabei habe. Allerdings muss ich ein bisschen einen besseren Winkel kriegen, damit ich meine Gegner auch sehen kann. Nicht im Ernst. Okay, sie ist doch wieder runtergerollt. Lebt er noch? Ja. Das meine ich, dieses Visier schränkt mir gerade das Sichtfeld in diese Richtung extrem ein. So, es sind immer noch zwei Leute angeblich in der Nähe. Ich vermute, dass hier noch welche sein könnten. Tatsache. Also hier hinten ist echt viel an Söldneraktivität los. Ich verstehe nur nicht ganz weswegen. Ja, wollen wir nochmal ein bisschen näher kommen. Der hat ja anscheinend gerade ein paar Zielprobleme. So, wollen wir nochmal vorschlagen. Zwei Stück haben wir hier. So, der ist hinüber. Und dann ist hier noch so ein Klugscheißer. So, ich würde sagen, wir haben offiziell aufgeräumt. Und das Gebiet von gammligen Söldnern befreit. Ja, zu faul, die eine Kugel aufzuheben. Ihr kennt mich. Aber das hier mit dem Schiff und dieser ganzen Besatzung, das ist mir alles total neu. Ich war ja noch nicht in der Ecke hier und hab hier
irgendwas gemacht und ich finde dieses Positioning der NPCs einfach verdammt gut. Gut, das ist ein Piratenschiff und das macht schon cool, aber ich finde, das ist einfach gut gemacht. So, wollen wir nochmal ein bisschen Munition einsammeln, nachdem wir so viel verschwendet haben. Ich denke nicht, dass wir noch viel mehr finden werden. Hallo? Ja, da ist noch so ein Eierkopf mit seiner Waffe. So, Kollege, du hast was für mich. Okay, nehme ich. Korn. Nichts. Auch nichts. Wenn man hier wenigstens irgendwas Cooles finden könnte, wisst ihr? Zum Beispiel in der Kapitänskajüte. Ja, Bier, das ist doch was Tolles. Davon rede ich. Irgendeine Entlohnung für das Ganze. Auch nichts. Schade. Oh Gott, hier hochzuklettern in echt wird mich ja schon umbringen, wenn ich sehe, wie das Ganze hier aussieht. So provisorisch. So, sind wir fast oben im Nest. Da sind wir und haben keinen tollen Preis bekommen. Das ist echt lame. Ja, eine verdammt coole Anlegestelle hier. Wir können wahrscheinlich auch so das alles platt machen. Ist irgendwie leichter. So, dann wollen wir wieder runter. Und haben es soeben uns gerade wahrscheinlich mit den Söldnern so ein bisschen verscherzt. Ist aber auch verständlich nach der Aktion. Oh ja, das habe ich mir gedacht. Dann wollen wir auf jeden Fall mal unloaden. Droppen. Und gucken, dass wir nach Petrenko kommen, denn wir brauchen jemanden, der unsere Sachen reparieren kann. Und wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden, der uns vernünftige Preise gibt. Ich denke, in der alten Bar, in der 100 Red, werden wir auf jeden Fall noch ein paar Leute finden können, die viel Geld im Inventar haben. Das würde ja schon mal helfen, ein bisschen was loszuwerden für gute Preise. Aber ein Händler, der halt unendlich Geld hat und die Stalker-Preise gibt, wäre halt die optimale Lösung. So, mein Auto habe ich wahrscheinlich nicht näher rangefahren, oder? Ne, da hinten steht's. Das heißt, wir können auch so ein bisschen hier lang krabbeln, wobei wir relativ schnell wieder was regeneriert haben, denn wir haben Artefakte, die uns extrem schnell sprinten lassen. Vor allem, wenn man mal kurz auf der Stelle stehen bleibt. Scheiß drauf, wir nehmen Energy Drink, ist mir zu weit. Zack. Und keine Ausdauer mehr. Ja, wir haben ganz viele Waffen an uns gerissen. Das gibt uns richtig viel Geldboost demnächst, wenn wir einen Händler finden. Wenn. Also, das ist ja noch nicht sicher. Ich würde sagen, wir können jetzt aber mal wieder den Weg einleiten Richtung Bargebiet. So, das heißt, wir fahren einfach hier lang, oder? Ne, da lang müssen wir. Aber, ja, wir fahren einfach hier lang Richtung Bar. Gucken, dass wir noch mal ein bisschen Benzin nachfüllen. Könnte ja gar nicht schlechter sein. War das Auto die ganze Zeit an oder wie ist das Benzin so leer gewesen? Ich habe keine Ahnung. Wobei, ich glaube, das letzte Mal war es tatsächlich im Baugebiet leer. Kann hinkommen, wie es mit dem Benzinverbrauch steht. Oder würde ich sagen, ich mache hier mal einen Quick Save und mache kurz einen Cut.